Also, ich merke schon, dass der Boden natürlich anders ist als draußen jetzt. Ich meine, es ist halt nicht so diese feine Krümelstruktur, gell? Ich finde, es ist schon irgendwie so ein Festboden. Und trotzdem ist es halt irgendwie voll durchlebt, gell? Ich bin mir immer nicht sicher, ob das schon, wie gut das jetzt ist oder wie nicht so gut. Also, ja, durch das Mulch ist auf jeden Fall wurmmäßig was los. Ja, und ich meine, es ist zwar grob, es ist jetzt nicht, ich würde es mir eigentlich anders wünschen, so. Ja. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch total, also ich meine, wie viele Gänge sind da überall, ne? Ja. Und es ist halt nicht dieses Grobporen-Ding und so, wo ich mich auch frage, um nochmal, ob ich im Calcium-Magnesium-Verhältnis und so richtig liegt oder woran es eigentlich liegt, dass es nicht besser wird. Dass es nicht krümelt. Weil ich habe hier eigentlich schon, also ich habe hier im Frühling gebroadforked und so, dann den Mulch und Kompost aus. Und eigentlich mache ich hier alles richtig, von der Biologie her, glaube ich. Also auch die Pflanzen haben Komposttee bekommen und so. Und laut meiner Analyse von Levente Jord passt eigentlich das Verhältnis am Austauscher ziemlich gut. Und ich frage mich, warum ist der Boden nicht schöner? Und aber also hier vorne sah es nicht gerade noch ein bisschen besser aus. Ich meine, trotzdem, jetzt sind sie noch nicht mehr so gesund, aber im Frühjahr waren die Pflanzen ja schon richtig schön. Und auch bei den Tomaten, weiß ich nicht so. Mit den Tomaten bin ich ja schon zufrieden. Naja, wenn du ein bisschen drückst, dann bröselt er ja schon. Er bröselt schon und, also genau, wenn man sich das so anschaut. Und ich glaube, da kommen die Pflanzen schon auch überall rein. Aber das ist eben ein Grund, warum ich mir diesen, ich habe noch nicht den richtigen Namen dafür. Grober ist es nicht, Tiefenlockerer, dafür ist es, finde ich, zu flach. Das sind 15 cm, aber halt diesen Lockerer gekauft habe eigentlich. Weil ich denke, vielleicht ein bisschen das Aufbrechen, vielleicht hilft es einfach nochmal. Weil ich auch finde, bei dem Boden, die ich hatte, war immer bei der Broadfork, ich fand immer vor allem, dass es einfach einen Block rausnimmt und so ein bisschen schräg nimmt. Ich habe ihn dann, also der, schon wieder gerade natürlich abgelegt, aber sind vielleicht ein bisschen Haarrisse entstanden oder so, aber eigentlich so richtig gelockert hat es auch nicht. Und ich finde jetzt nochmal so dieses längs Aufreißen mit diesen Stielen schon vielleicht nicht schlecht. Ich hätte jetzt hier den Eindruck, dass es vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, dass die Pflanzen schon reinkommen. Gut, aber ich mache es trotzdem. Also so wie die Gabel hier reinsticht und so. Ja, das Witzige, hier sieht es schon besser aus. Gut, das ist jetzt aus der Pflanze gewesen. Und hier ist es auch trockener. Mhm. Ich meine, Würmer sind genug, würde ich sagen. Ja. Jetzt viele junge natürlich auch, gell? Aber ich hatte auch teilweise schon richtig fette. Ja, wenn du mal die Jungen zählst, das ist ja gut, aber das, daran will ich es nicht messen. Es riecht total gut und ich finde es auch gut durchwurzelt. Trotzdem war ich mit dem Boden irgendwie nicht so zufrieden. Also die letzten Jahre haben die eigentlich immer bis Mitte September oder Anfang Oktober getragen und jetzt irgendwie sind sie durch. Und die waren auch 3 Wochen früher dran. Also ich habe ab Anfang Juni Bohnen geerntet. Und trotzdem bin ich irgendwie nicht so zufrieden. Jetzt fahren wir einfach mal durch. Und schauen. Boah, krass. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Also, ja, da bin ich viel fester. Ich meine, da laufe ich halt drüber, ne? Aber ja. Ansonsten ist da seit 3 Jahren Schweißchen. Das Krasse ist, das ist gar nicht so einfach, den zu fahren, weil ich nicht so viel Spiel habe. Also
jetzt bin ich quasi vorne 5 cm über dem Boden und hinten. Ne? Muss aber, weil ich das Frontgewicht sozusagen nehme, ganz schön runterdrücken. Mhm. Bleibt dann ständig damit drin hängen. Mhm. Wenn ich jetzt 3 cm tiefer einstelle, dann kann ich damit fast nicht mehr fahren. Aber dann zieht das nochmal. Also da wird es sicher ziehen. Ja. Aber sonst wird das nicht mehr ziehen. Ja, hier hinten ist eigentlich fast zu nass. Ja, ja. Das ist halt, weil hier eben keine Pflanzen mehr weggezogen haben. Und die Räder machst du damit eine gute Tiefenführung hast, oder wie? Ja. Das ist, sonst zieht das sich zu arg rein. Ja, ja. Also, das, wenn er 3 cm tiefer drin ist, dann zieht das oft schon nicht mehr. Also hier hätte es jetzt schon noch gezogen, aber da vorne, wo das Beet aufhört, ist er, also, hätte er mir jetzt so nicht mehr gezogen. Und wenn du die Räder nicht hast, dann... Die ziehen sich rein. Ziehen sie die sich ziehen rein. Sich schon rein. Ja. Hier haben sie sich auch gestern reingezogen. Ja, hier ist ein bisschen zu nass, aber andererseits, ich glaube, dass der nicht schlimm schmiert eigentlich. Ich meine, auch wenn es ein bisschen schmiert, es ist ja kein großes Schadrad oder so. Ja. Wenn es da auf den 2 cm ein bisschen schmiert und das, was seitlich schmiert, ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Also das geht schon wieder auf. Also hier, jetzt siehst du, da ist es drüber. Ja. Das ist nichts geschmiert, da ist jetzt aber ganz schön flach, finde ich. Kommt mir jetzt flach vor. Boah, ist das denn was. Ja, hier hinten ist er, glaube ich, ein bisschen raus, kann es sein. Ja, da ist er mir ein bisschen aus der Kontrolle geraten. Und du hast ihn bewusst nicht festgestellt. Wie meinst du? Naja, er kann sich ja bewegen. Ja. Das habe ich bewusst gemacht, dass ich ein bisschen besser lenken kann beim Fahren. Mhm. Aber da bin ich auch noch am Experimentieren. Also ich habe noch nicht so viel damit gearbeitet jetzt. Ne? Also hier ist gleich ein bisschen tiefer. So, oder? Ja. Ja. So, das ist jetzt nicht, es kann schon noch tiefer sein, finde ich. Aber ich denke, es ist mal ein Anfang. Ich glaube, es wird jetzt keine Broadfork ersetzen. Aber ich finde es, also für mich ist es einfach so, zudem, wenn ich sonst halt mit einem Einachser bearbeite, die Fräse und die Kreiselecke, das maximal sind es ja so 6 cm vielleicht oder 7. Wenn ich mal einen Blumenkohl tief pflanzen will, dann gehe ich halt mal so tief rein und sonst, wenn es ein Salat ist, dann bearbeite ich ja wirklich nur 3 cm tief oder so. Mhm. Und ich finde, da hat es. Bringt es, glaube ich, schon total viel, wenn die einfach so ein bisschen aufbricht und die Pflanze einfach in der Jugendphase leichter in den Boden reinkommt. Und ich glaube, mehr braucht es gar nicht, weil ich glaube eigentlich, dass die Struktur, so wie wir die jetzt hier sehen, schon so ist, dass die Pflanze da gut reinkommt. Also es das heißt ja auch so aus der Forschung, dass so ein paar Haarrisse eigentlich reichen, dass die Wurzel sich das aufsprengt. Mhm. Aber ich glaube, dass es eigentlich halt die Pflanze Kraft kostet. Und ich glaube, dass wenn die einfach da durch diese Lockerungsschlitze 10 cm reinkommt und eine bessere, schnellere Jugendphase hat, dass sie sich dann auch so einen Boden, der daneben ist, besser erschließen kann. Ja. Das ist echt ein Unterschied zu da vorne. Ja, ja, voll. Aber wie gesagt, ich meine, da sind seit 4 Wochen weg, da passt nichts mehr. Ja. Und ich gieße aber 6 Liter am Tag. Ja. Und. Naja, es kann echt gut sein, dass dann die Biologie halt auch irgendwann schlapp macht. Es schlemmt einfach ein bisschen ein. Also ich gieße ja auch viel von oben, also in beiden, also auch bei den Tomaten. Mhm. Und eben, da war 2 Wochen, wo es die 200 Liter gekriegt hat, war da Staunässe. Mhm. Ja. Und danach auch immer wieder nach. Ja. Also das ist überhaupt kein Wunder, finde ich, dass da die Biologie nachlässt. Also deswegen sind ja auch die Bohnen hier abgestorben. Oder? Also so, und wie soll sie dann sich wieder einrichten, wenn die Pflanzen, also mit dem bisschen Gras da oben drauf. Ich will jetzt da hinten noch 2 Beete machen. Ja.
Also normalerweise mache ich das eigentlich nicht vor dem ersten Fräsgang. Also hier habe ich ja nur gemulcht jetzt, gell? Mhm. Normalerweise mache ich das nach dem ersten Fräsen, also vor dem, wenn ich fräse und dann später mit der Kreisläge fahre, dann mache ich es normalerweise, bevor ich mit der Kreisläge fahre. Aber manchmal mache ich es halt auch pragmatisch, je nach, die man nicht dran hat, aber... Ja, hier ist jetzt quasi so tief. Ja, das sind 10 cm oder was. Da wären jetzt 20 natürlich schon cool. Aber dann schafft es die Maschine ja nicht mehr. Also wir können auch mal tiefer reingehen und probieren. Also jetzt mal zumindest irgendwie 4 cm tiefer oder so. Ne? Am Anfang hatte ich eigentlich mit 3 Schalen probiert, aber das erstens braucht es glaube ich nicht. Und zweitens zieht das dann natürlich noch schlechter.